Hallo, mein Name ist Patricia. Ich bin Parfumliebhaberin und Parfumcoach und ich teile hier auf meinem YouTube-Kanal und in meinem Weblog meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse, meine Wahrnehmung rund um Parfums und die Parfümeriewelt. Und heute erzähle ich, was ich denn eigentlich so mache bei einer Parfumberatung, bei einem 1:1 Parfum-Coaching. Ja. Ich bin aktuell intensiv mit einer Parfumberatung beschäftigt, mit einer lieben Kundin. Und wie beginnt so etwas? Wie fängt das an? Bei ihr hat es damit angefangen, dass sie einen Duft, ihren Duft, ihr Leib- und Magenparfum, wie sie es nennt, wirklich jahrelang getragen hat. Ein Duft, der fast zu ihrer zweiten Haut geworden ist. Und dieser Duft wird leider eingestellt, beziehungsweise die Produktion wurde bereits eingestellt. Natürlich gibt es noch Restbestände, aber sie hat sich auch ganz bewusst dafür entschieden, diese Restbestände nicht alle aufzukaufen, sondern sich zu öffnen für einen neuen Duft. Sie hat am Anfang gesagt, ja, ich möchte einen würdigen Ersatz für diesen Duft finden. Und ich denke, und das ist auch ihr Wunsch, sie möchte vielleicht eine neue Liebe, eine neue Parfumliebe entdecken. Ein neues Parfum, das gleichzeitig vielleicht auch einen neuen Lebensabschnitt symbolisiert. Ja, und sie hat sich bei mir gemeldet, sie hat sich über meine Webseite gemeldet, hat mir das erste Kontaktformular ausgefüllt, ein paar Fragen beantwortet. Fragen wie, was ist mein aktuelles Parfum? Was waren meine früheren Parfums? Welche Gerüche mag ich im Alltag besonders? Also welche Gewürze, welche Blumen? Mag ich den Duft von Wald? Mag ich den Duft von Meer? Welche Gerüche mag ich nicht? Und was erwarte ich mir? Was wünsche ich mir? Was brauche ich? Ja. Und dann haben wir uns getroffen. Wir haben uns getroffen per Videocall, per Skype. Und ich nehme meine Kundin wahr. Ich stelle natürlich noch mehr Fragen. Ja? Fragen wie, was ist ein Parfum für dich? Ja? Das sind auch die Fragen, die ich als Tipp gegeben habe, wenn du dir ein neues Parfum suchst, was wünschst du dir? Möchtest du von einem Duft eingehüllt werden? Möchtest du dich erfrischen? Möchtest du deinen Kopf erweitern? Möchtest du sinnliche Momente? Möchtest du dich fühlen? Möchtest du dich schöner fühlen? Und so weiter und so fort. Gibt es Duftnoten, die du ganz besonders gerne magst, zu denen dich es immer wieder hinzieht? Und das sind also ganz konkrete Fragen. Ich mache mir Notizen. Es gibt dann natürlich auch ganz konkrete Duftnamen, die du mir nennst, Düfte, die du gar nicht magst, oder Düfte, die du vielleicht sehr gerne magst, aber an anderen und nicht an dir. Und dann nehme ich dich natürlich auch wahr. Ich nehme deine Energie wahr, ich nehme deine Ausstrahlung wahr, die Farben, die dich umgeben. Du erzählst mir vielleicht auch ein bisschen was zu deinem Lebensstil, wo du das Parfum trägst, wie du es trägst. Und nach diesem Gespräch, nach diesem ersten Gespräch, begebe ich mich auf die Suche. Ich recherchiere, also ganz konkret, ich recherchiere ähnliche Düfte, ich recherchiere Düfte in der Duftfamilie. Natürlich ist dein aktuelles Parfum ein Gradmesser, mit dem ich die neuen Düfte vergleiche. Aber es kommt dann schon auch dazu,
wenn ich das Gefühl habe, dass du auch offen bist für neue Duftrichtungen, dass du vielleicht wirklich auch etwas Neues suchst, dass ich auch beginne zu spüren, zu fühlen, wahrzunehmen, in welche Richtung es gehen kann. Ja, und da beginnt dann auch meine Aufgabe, meine Intuition in Aktion treten zu lassen. Ja, ich verbinde mich mit der Erde, ich verbinde mich mit der höchsten Quelle, ich öffne mich, ich öffne mein Herz und ich empfange Impulse. Ich verbinde mich auch mit dir als Klientin. Ich verbinde mich mit deinen neuen Düften, mit deinem neuen Duft. Und ja, ich empfange als Kanal auch Hinweise und Botschaften. Das können Farben sein, das können Namen sein, das können Duftnoten sein, das können Hinweise sein auf die Parfummarke oder wo ich schauen soll. Und so war es zum Beispiel auch jetzt bei der aktuellen Kundin. Ich habe den Impuls zu einem Parfum empfangen, der eigentlich so überhaupt nicht in ihrer Duftfamilie ist und der auch als Basis eine Duftnote hat, das ist die Duftnote Vanille, über die wir nicht gesprochen haben und die auch nicht vorkommt in ihren erwähnten Düften. Und dann habe ich eine Zwischenfrage gestellt. Ich habe ihr ein E-Mail geschrieben: Was sind deine spontanen Assoziationen zur Duftnote Vanille? Und siehe da, sie steht der Duftnote Vanille sehr neutral gegenüber. Ja, also ich werde dieses Parfum, auch wenn es eigentlich gar nicht so ihrem Schema entspricht, werde ich dieses Parfum auf meine Vorschlägeliste setzen. Ja, und wenn die Recherche dann schon ein bisschen vorangeschritten ist, dann treffen wir uns noch einmal. Wir treffen uns ein zweites Mal und ich versuche dann meine Recherche ein bisschen nachzujustieren. Ich versuche vielleicht ein paar Lücken abzuklären, vielleicht auch schon Duftnamen zu nennen und zu fragen, was hältst du von diesem Duft? Kennst du diesen Duft? Und dann, nach einem zweiten Treffen, erstelle ich eine Parfumvorschlägeliste, ja, mit 6 bis 10 Düften, manchmal vielleicht mehr, je nachdem, wie viele, wie offen die Kundin ist, wie offen du bist für neue Parfumfamilien, für neue Duftrichtungen oder auch, wenn du mehrere Düfte suchst. Es gibt ja auch Menschen, die mehrere Düfte tragen, also einen für das Büro, einen für den Abend, einen für das Wochenende und so weiter. Und dann, wenn du das auch gebucht hast, dass ich dir die Parfumproben zuschicken soll, dann besorge ich die Parfumproben für dich und schicke sie per Post. Und das kann alles natürlich ganz verschieden lang dauern. Ja, das kann manchmal wirklich auch bis zu einem Monat dauern, bis ich dann alles zusammen habe. Wenn man bestellt von anderen Ländern, dann dauert das einfach auch manchmal. Bei Nischendüften bekommt man auch nur Abfüllungen. Und das heißt, also sowohl ich brauche für meine Recherche ein bisschen Zeit, als auch du. Dann, wenn du die Proben erhältst und wenn du dich durchtesten willst oder sollst, dann empfehle ich dir auch Zeit zu nehmen. Überhaupt, wenn es eine neue Duftrichtung ist oder wenn du einen Duft sehr lange getragen hast, dann ist es manchmal auch so, dass die neue Liebe nicht auf den ersten Blick oder sagen wir auf den ersten Riecher kommt. Dann ist es vielleicht auch manchmal so, dass du einen Duft öfter probieren musst, bis du ihn lieben lernst. Ja, also überhaupt, wenn das ein Duft ist, der vielleicht ein bisschen leichter ist oder ein bisschen schwerer oder ein bisschen winterlicher oder ein bisschen sommerlicher, dann braucht es auch ein bisschen Zeit, um diese
Veränderung auch anzunehmen. Ja? Und das heißt, wenn dann ein Duft dabei ist oder mehrere Düfte, in die du dich verliebst oder in die du dich verlieben könntest, dann, wenn du das möchtest, kann ich dir auch die Originalgröße besorgen, sowas wie Personal Shopping oder Einkaufsservice auf Deutsch. Und oder du besorgst dir das einfach selbst, den Originalflakon. Und sollte es so sein, dass bei dieser Liste kein Lieblingsduft dabei ist, dann werde ich meine Suche auch noch gerne ein bisschen fortsetzen. Ja, also mein Ziel und mein Wunsch ist schon, dass du deinen Wunsch erfüllt bekommst. Also wenn du einen neuen Duft suchst, dass du auch einen neuen Duft findest. Ja, also das ist so mal, so funktioniert eine Parfumberatung. Wir treffen uns, ich stelle dir Fragen, du erzählst mir ein bisschen was. Ein Parfum ist natürlich auch eine sehr persönliche Sache. Das heißt, du wirst mir auch ein bisschen erzählen, wie du so lebst oder was du so mit Parfums verbindest. Und ja, das heißt, wenn du das Gefühl hast, ja, wenn es deine Intuition ist, dass ich vielleicht die Richtige für dich bin, die deinen neuen Duft finden kann oder die dir einfach hilft, auch auf die Suche zu gehen, sei das jetzt ein Duft, den du 24 Stunden trägst oder sei das ein Duft für einen speziellen Anlass, für eine Hochzeit oder für ein Date oder was auch immer, vielleicht sogar für ein besonderes Geschenk an dich selbst, dann helfe ich dir gerne dabei. Und dann stehe ich dir gerne zur Verfügung mit meinem Herzen, mit meinem offenen Kanal, mit meinem Wissen rund um Parfums und ja, mit meiner sehr, sehr ausgeprägten Intuition. Wenn du Fragen hast, dann stelle sie gerne auch hier, also du kannst sie natürlich privat stellen, du kannst sie mir auch hier in den Kommentaren stellen. Was erwartest du von einer Parfumberatung? Was würdest du dir wünschen von einem Parfum-Coaching? Wie wäre für dich so eine Traumbegleitung in Richtung Parfum? Ja, ich plane auch eine Gruppe, ein Gruppenprogramm zu starten, wo wir gemeinsam in der Gruppe auf die Suche gehen nach unserem eigenen neuen Seelenduft. Und wenn du daran Interesse hast, dann melde dich gerne. Okay, ich hoffe, das hat dir einen kurzen Einblick gegeben, wie eine Parfumberatung funktionieren kann. Ich bin offen, auch für neue Anregungen und neue Wünsche, und ich begleite dich sehr gerne und stehe dir mit meinem Duftwissen zur Verfügung. Alles Liebe, alles Schöne, alles Reiche.